Vor kurzem hatte ich euch ein Buch empfohlen, Begleiten Sie mich durch die Offenbarung. Und dieses Buch war dann zwischenzeitlich vergriffen, weil wir wirklich nicht damit gerechnet hatten, dass so viele Menschen wirklich jetzt bereit sind, sich mit der Offenbarung, mit dem Buch der Offenbarung in der Bibel zu beschäftigen. Dieses Buch, Begleiten Sie mich durch die Offenbarung, kannst du bei uns im Shop bestellen. Es ist sogar günstiger geworden als vor ein paar Wochen. Es ist eine neue Auflage. Und wir würden dir sehr empfehlen, dieses Buch bei uns zu bestellen und es zu lesen und dich dadurch ermutigen zu lassen. Und ich möchte dir heute einfach etwas vorlesen von dem, was der Autor selbst erlebt hat in dem Schreiben oder in dem Predigen über die Offenbarung. Denn wir sind der Überzeugung, dass es wirklich so gewesen ist, dass der Feind nicht wollte, dass die Christen über das Buch der Offenbarung Bescheid wissen, dass es eher so dabei bleibt, oh, das ist mir zu kompliziert und da sind so komische Bilder drin und da sind so Tiere, die da beschrieben werden und so komische Sachen und eigentlich möchte ich mich gar nicht so damit beschäftigen. Aber du hast gemerkt, dass wir in eine andere Zeit eingetreten sind. Es gab einen Shift, es gab einen Einschnitt in unser aller Leben und nicht nur hier in unserem Land, sondern es gab diesen Einschnitt weltweit. Ich hatte ja dieses Bild gesehen, wie sich ein dunkles, ein schwarzes Tuch um diesen Erdball legt und genau das ist das Empfinden, was viele Christen, viele Kinder Gottes genauso beschreiben. Etwas Dunkles hat sich um uns gelegt. Das bezeichnet aber lediglich einen Zustand, einen Einschnitt, etwas, was durch Mächte und Kräfte und Fürstentümer und Gewalten über diese Welt gekommen ist. Alle von uns haben gemerkt, dass es hier auch um feindliche, teuflische Strategien geht. So, und in der Zeit habe ich dieses Buch in die Hände bekommen und ich habe es gelesen und ich habe es begleitend zu meiner Bibel gelesen. Also bitte, wenn du dieses Buch dir bestellst, lese es nicht in einem Rutsch und denk, na, das ist aber auch irgendwie, sondern lese es so, dass du es neben deine Bibel legst. Dass du die Texte in der Bibel vergleichst mit dem, was hier der Autor uns erklären möchte, wo er uns das durch seine Deutungen näher bringen möchte. Und ich möchte dir vorlesen, wie er schreibt, dass das Kapitel 20 und die Verse 11 bis 15 den kürzesten Abschnitt dieses wunderbaren Buchs der Offenbarung beschreibt. Und es ist eines der gewaltigsten. Der Teufel würde es liebend gerne sehen, dass sie das, was hier steht, nicht glauben. Er würde alles tun, um diese Vorstellung aus ihrem Denken zu tilgen, dass eines Tages jeder von uns vor Gott stehen wird. Ohne unser Geld, ohne unseren Besitz, mit nichts als einem Buch, in dem festgehalten ist, was wir getan haben. Was er hier beschreibt, das ist dieses Buch des Lebens. Es ist das, wo jeder von uns vor Gott stehen wird. Und es wird wichtig sein, ob dein und mein Name in dem Buch des Lebens festgehalten sind. Es wird nicht darum gehen, wie wir unser Haus bestellt haben. Es wird nicht darum gehen, wie wir unser Vermögen verwaltet haben, wie wir unsere Jobs generiert haben oder was auch immer. Jeder von uns wird mit seinem Namen in diesem Buch des Lebens wiedergefunden werden müssen. Wer nämlich nicht darin gefunden wird, der wird nicht in der Ewigkeit wiedergefunden werden. Was ich dir noch nahebringen möchte, ist diese Zeit, in der der Autor über dieses Buch gelehrt hat. Über das Buch der Offenbarung hat er gepredigt und hat dann das auch in einem Buch zusammengefasst. Und seine Erlebnisse, das hat mich schon sehr beschäftigt, warum dieses Buch so umkämpft ist. Und da lese ich dir vor, er schreibt davon, jeden Sonntag, wenn ich zu predigen beginne, ist es der Vorsatz des Feindes, jemanden davon abzuhalten, überhaupt zuzuhören. Als ich diese Predigtreihe über das Buch der Offenbarung hielt, gab es eine Störung und eine Panne nach der anderen. Am Gebäude, an Menschen,
alles Mögliche. Kurz vorher, ja auch während der Predigten, war etwas zu spüren, das einen Keil zwischen diese Wahrheiten und die Menschen treiben wollte. Der Teufel würde, wenn er könnte, jeden mit sich hinunterreißen. Deshalb hasst er das Kapitel der Offenbarung und wird den Menschen Alternativen vorschlagen. Eine bedingte Unsterblichkeit, eine zweite Chance, ein Fegefeuer, Hauptsache eine Alternative zur Wahrheit. Doch hier haben wir das Kapitel, in dem der Teufel verschwindet. Er tauchte im dritten Kapitel der Bibel von vorne auf und verschwindet im drittletzten Kapitel. Der Teufel, der kam, um die Menschheit zugrunde zu richten und zu ruinieren, und der die Reiche dieser Welt für sich in Anspruch nahm. Er wird restlos und ein für allemal von der Bildfläche verschwinden. So, das ist ein Ausschnitt aus dem Buch und es hat mich sehr bewegt, dass der Feind selbst jetzt und heute versucht, die Offenbarung für uns Christen, für uns Kinder Gottes zu bedecken, sie zurückzuhalten, nicht dazu kommen zu lassen, dass wir den glorreichen Sieg Jesu, das Antreten seiner Herrschaft zu sehen und zu feiern und ihn anzubeten. Darum geht es in diesem Buch, den Sieg Jesu zu beschreiben, den Sieg Jesu in der Offenbarung zu lesen und uns als seine Kinder, als seine Jünger, als seine Nachfolger in die Anbetung zu leiten. Dieses Buch macht mir Hoffnung. Es zeigt mir diesen ganz großen Bogen und es zeigt mir, dass letztendlich der Herr den Sieg haben wird. Ich wünsche dir und wir beten dafür, dass du in deinem Glauben gestärkt wirst, dass du aufgebaut bist, dass du dich heranwagst an die Offenbarung, das zu lesen, zu verstehen und einen neuen Blick zu bekommen. Und auch Hoffnung für diese Zeit und für die Zeit danach und später. Ich glaube, Gott hat mehr für dich.